Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Griefer Games Videos, Leute. Heute stelle ich euch drei der bekanntesten Scammer-Methoden vor und sage euch, wie ihr euch dagegen schützen könnt. Wir fangen auch direkt mit der ersten Scammer-Methode an. Und zwar ist diese eigentlich auch schon ganz simpel. Wenn ihr die EC öffnet bei euch, ja, und dann ein Item rausnimmt und euch jemand in diesem Moment kickt, wird dieses Item gedroppt. Wenn das jetzt nämlich 64 Beacons wären, Leute, würdet ihr die einfach bekommen. Also öffnet. Erstens, wenn ihr Trades macht oder irgendwas verkauft, geht niemals auf der GS von anderen Leuten, macht die Trades immer nur bei euch und öffnet niemals irgendwie die EC, auch nicht bei Freunden oder so. Ihr wisst nicht, wer euch immer hin scammt und nehmt da keine Items raus. So, der nächste Scammer-Trick ist noch recht neu. Und zwar seht ihr ja bei PI, man kann ja ein Biom festlegen. Wenn man jetzt das Biom hell festlegt, also Hölle, und dann ein Bett platziert, explodiert dieses Bett, weil ihr kennt sicherlich alle im Nether, kann man nicht schlafen und da explodiert dann halt das Bett und diese Methode wurde jetzt schon öfters verwendet und zwar ist das so, dass sich die meisten Leute per Lavimod einen Hotkey dafür legen, dass dieses Biom automatisch gesetzt wird und dann ist es so, dass sie einfach ein Bett platzieren und euch damit scammen, also dadurch sterbt ihr glaube ich sogar direkt bei dem GS. Was mich eigentlich ein bisschen verwirrt, weil ich schon öfters im Meta war und bei mir öfters auch schon ein Bett explodiert ist. Oder weil ich es einfach mal ausprobiert habe. Und mit einer Port 4 Rüstung stirbt ihr da eigentlich nicht direkt. Aber die meisten Leute haben ja keine Rüstung an, wenn sie irgendwie MM-Trades machen. Da wollte ich euch vorher erstmal raten, wenn ihr irgendwie einen Trade, MM-Trade macht, aktiviert einen bestimmten Use und gebt niemals den Leuten Add oder Trust. Weil dann könnt ihr dieses Biom nämlich umsetzen und dieses Bett platzieren, Leute. Das sind meine Tipps euch, wie ihr euch dagegen schützen könnt. Ansonsten, wie gesagt, einfach niemandem Rechte geben. Und wenn ihr diese Scammer-Tricks anwenden solltet, also wenn ihr jetzt Scammer seid und das Video seht, bitte seid nicht so dumm und denkt wirklich, diese Scammer-Tricks funktionieren bei jedem. Jeder Spieler, der halbwegs, der seit, ich sag mal, seit einem Monat auf Griefer Games spielt, kennt diese drei Scammer-Tricks und weiß, wie man sich dagegen zu schützen hat. Der nächste Scammer-Trick ist PSET Use 0, Leute. PSET Use 0 ist ganz einfach, dass einfach jeder bei euch Recht hat und abbauen kann. Das kann man eigentlich im Prinzip nur wieder wegbekommen, indem man alle bannt. Aber ich weiß gar nicht, ob das denn auch wieder weggeht. Mit PSET Use 0 kann auf meinem Plot jeder abbauen. Wie man sich dagegen schützen kann, ist ganz einfach. Es gibt für jeden Block gibt es eine sogenannte ID dafür, die dafür zugeordnet ist. Und diese Uses, zum Beispiel Use 54 ist eine Redstone-Truhe oder eine ganz normale Truhe, ich weiß es gerade nicht, ja. Und wenn man diesen aktiviert, hat halt jeder Zugriff auf diese Truhe dann. Oder wenn man jetzt zum Beispiel die ID für Trichter nimmt, dann hat jeder Zugriff auf die Trichter. Das machen auch manche beim MM-Trade, wenn die keine Redstone-Kiste oder keine normale Kiste nehmen wollen, nehmen die einfach einen Trichter. Am besten aktiviert, informiert euch immer, welche IDs der bestimmte hat. Oder aktiviert einfach, wenn ihr jetzt sagt, aktiviert mal den und den Use irgendwer. Ja? Informiert euch, welche ID das ist, was das ganz genau macht. Weil ihr müsst euch darüber im Klaren sein. Wenn ihr diese ID aktiviert, hat jeder Zugriff auf diesen Block. Oder besser gesagt, auf eine Kiste, wenn das jetzt ist, oder auf den Trichter. Kann jeder da reingreifen und euch was rausnehmen. Am besten einfach bei PSET Use 0 den Leuten direkt bannen, kicken, weil das ist Scammer-Trick, Leute. Oder sagt jetzt jemand, PSET Use 54 ist, glaube ich, eine ganz normale Kiste. Dann hat er Zugriff auf eure ganz normalen Kisten, Leute. Das ist nicht allzu gut, wenn da wertvolle Sachen, Items drin lagern. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video dazu gefallen. Es ist noch recht früh, deswegen habe ich keinen gefunden von meinen Kumpels, die halt noch alle nicht online sind, da das jetzt mit mir vorführen könnte. Sonst hätte ich es natürlich so gemacht, dass ich euch die Tricks vorgeführt hätte, wie es normalerweise die Scammer tun und euch dann gesagt hätte, wie ihr euch dagegen wehren könnt. Ich hoffe, dieses Video hat euch trotzdem weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.